Herr Professor Gartner-Esch, Sie haben gestern über das Gespenst des Kommunismus gesprochen. Nach der allgemeinen Meinung ist es ja so, dass der Kommunismus untergegangen ist in Ostmitteleuropa und dass dann der alte Nationalismus in diesen leeren Raum eingedrungen ist. Sie sagten gestern aber, dass das Gespenst des Kommunismus als das Gespenst der Toten ja, nach wie vor auf diesen Gesellschaften lastet. Das ist eine ungewöhnliche Einschätzung. Würden Sie uns die etwas näher erklären? Als Karl Marx geschrieben hat, ein Gespenst geht um in Europa, ging es um ein Gespenst, das es noch nicht gab, als Gespenst der Zukunft. Jetzt ist es ein Gespenst der Vergangenheit, dessen, was tatsächlich gewesen ist. Und meine These ist, die Spuren dieser 40 Jahre Totalitarismus, Kommunismus, gehen viel tiefer, sind viel weniger aufgearbeitet, als man im Allgemeinen meint. Zumal es viel zu wenig systematische Geschichtsaufarbeitung gegeben hat. Das eine schließt natürlich das andere nicht aus. Es kann auch ein Wiederaufwachen des Nationalismus geben. Das gibt es von mancherorts. Aber dazu muss man auch sagen, der Nationalismus 1848, als Marx geschrieben hat, den Kommunistischen Manifest, war eine liberale Kraft. Und auch in den 80er Jahren bis zu einem bestimmten Grad war der Nationalstolz, der Patriotismus eine positive Kraft. Das muss schon gesagt werden. Also ich glaube, es sind die terriblen Simplifikateure, die sagen, alles ist nur Nationalismus. Zur Frage der Aufarbeitung der Geschichte, nicht? Also wir wissen aus Deutschland, dass es ja auch nicht 1945 mit der Aufarbeitung der Geschichte begonnen wurde, sondern dass es, sagen wir einmal, 10 bis 20 Jahre gedauert hat, bis das allmählich begann, dieser Prozess. Ja. Konnte man erwarten, dass das in Osteuropa, in Ostmitteleuropa rascher geht? Also die Hoffnung ist, dass man etwas aus der Geschichte lernt. Und zwar aus der herrlichen Hoffnung bleibt. Und natürlich in Deutschland hat man aus der Geschichte gelernt, indem man gerade in der DDR, in den neuen Bundesländern, eine sehr grundsätzliche Aufarbeitung mit Enquete-Kommission, mit Gauck-Behörde und. Aber in einem anderen Kontext. Ich glaube, man könnte sehr gut das erwarten. Und noch dazu, man sollte es versuchen, weil sonst gibt es, was jetzt eingetreten ist, die fehlende Katharse, das Gefühl unter den Menschen in Polen oder Ungarn oder Tschechien oder der Slowakei, das war keine richtige Revolution. Ja, es gibt keine klare Linie zwischen Zukunft und Vergangenheit. Und aus dieses Gefühl der fehlenden Katharse wirkt auch Wut. Und das füttert auch den Populismus. Sie haben gestern in Ihrem Referat auch erwähnt, die Beispiele Peru und Südafrika im Zusammenhang mit den Wahrheitskommissionen. Ja. Nicht? Und Sie haben gesagt, das wäre auch eine gute Lösung für Ostmitteleuropa gewesen. Ist es dafür schon zu spät? Ja, es ist zu spät. Also es kommt wirklich darauf an, dass man es zeitig macht. Und zwar so schnell wie möglich nach einer friedlichen oder ausgehandelten Revolution. So dass die Menschen das Gefühl haben, wir gehen wirklich in eine neue Zeit. Ich habe ja gestern auch gesagt, es gibt einen Geisteszustand, den ich Hypermnesie nenne, ein obsessives sich erinnern, wo die schlimme Vergangenheit und die komplizierte Gegenwart so synchronisch existieren. Alles wird gemischt. Wir kennen das ja aus dem ehemaligen Jugoslawien hat man das, oder in Nordirland hat man das erlebt. Und das ist ein, wie im einzelnen Leben, auch in dem Leben der Nation, das ist ein sehr ungesunder Zustand. Delighted as I am to be here. I'm not an economist, I'm not a philosopher.